das alles? Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Levioso! Gut gemacht. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Das wird ein klares Spiel. Erstes Duell. Sagen wir einfach. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Wenn nur all meine Schüler so geschickt wären. Du bist gut. Du hast es bemerkt. Danke. Levioso. Wie ist die Aussicht? Du bist ziemlich gut darin. Levioso. Ich weiß. Achten Sie auf Zeichen des Gegners, um anzugreifen oder abzugeben. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab.
Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. War es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Ungenehmigt? Ich weiß ja nicht. Die Schulregeln gibt es aus gutem Grund. Ja, damit Schüler im Dunkeln bleiben. Auf so vieles sind wir angeblich nicht vorbereitet. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Hat Professor Fig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Revelio und Lumos? Das ist richtig, Professor. Aha, als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat sowas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten,
Aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Können Sie mir vielleicht einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte es nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Geschafft. Hier muss irgendwo eine fliegende Seite sein. Klasse. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke.
Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Revelio! Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Lumos. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ha, ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Hallo. Nati, hoffentlich hast du nicht lange gewartet. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben.
und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ach, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Oh, was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Sieh mal! Hippogreife! Aus dem verbotenen Wald! Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten. Wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich hier auskennen, da du ja ziemlich neu bist. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht, aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden, hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Oney. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Der ist hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon, ein Demi-Geiß? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen.
Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natti. Danke. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... einen Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst, und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah. Guten Tag, ich suche... einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Oh. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, Herr Jäger. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt deine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut. Anders. Ich habe etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt.
Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als ein großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schülerin also. Dachte ich mir, dass Sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Ich denke schon. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Raus aus dem Dorf!
Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zur Aurorin, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Mal sehen, was er will. Zum Glück haben Sie nicht mehr zerstört. Sorge weniger. Wir haben gerade über dich gesprochen. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Revelio. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Wenn das nicht zu voll ist, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde.
Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier! Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst, Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt.